Ja, was? Wir machen uns für unser Grillduell warm. Grillduell? Mhm. Du gegen mich am Grill? Ja, also ich habe Blumenkohlwings vorbereitet. Blumenkohlwings? Ja. Also ich mache spicy Chicken Drumsticks. Ja, fancy. Mein Grill ist heiß. Meiner ist heißer. Gut, dann legen wir mal los. Kennst du die Jungs hier? Ja, bleib mir weg. Und die kommen jetzt in Beutel. Guck mal hier, ne? Die ist so richtig schön. Willst du mal ein bisschen auf deiner Seite bleiben? Ich mach noch ein paar Süßkartoffelbomben. Habe ich schon mal ein bisschen vorgekocht, ne? Ich weiß nicht, ob vorgekocht erlaubt war. So. Gib mein Honig, ich geh nicht auf! Oh komm, Mäuschen. Aufdrehen. Dankeschön. So, habe ich jetzt alles drin? Ich muss mich ja auch mal konzentrieren, du bist nur am Quasseln. Ich dachte, Frauen können alles gleichzeitig. So, bei mir wird es jetzt hochinteressant. Aha, das wäre mir neu. Wenn du das gleich gegessen hast, dann fliegst du in den kulinarischen Ach, Himmel. So läuft das. Oh. Ich mache jetzt noch so einen geilen, kross panierten Ziegenkäse. So. Guck mal, wie geil das aussieht. So, ich mache den Deckel wieder zu, damit das sich nicht schämt, dass du auf deinem Grill liegt, ne? Weil meins könnte man wahrscheinlich jetzt schon genießen. Genießen meinst du? Hm? Glaube ich nicht. Genießen kann man das nicht. Also wenn das schon bei dir der Snack ist, ne? Dann will ich gar nicht wissen, was du zur Hauptspeise ist. Also ich habe hier meinen zart schmelzenden Ziegenkäse mit Walnusskruste und meine scharfen Buffalo Blumenkohlwings. Das sind meine Spicy Chicken Drumsticks. Außen knusprig, innen saftig. Und hier habe ich meine Süßkartoffelbomben. So. Hier oben wird nun gevotet für das bessere Gericht. Wer gewinnt, könnt ihr euch ja denken. Natürlich ich mit meinem echten Barbecue. Nein, stimmt für mich, für dieses wunderbare vegetarische Barbecue. Kev! Julia! Kev! Julia! Kev! Julia! Kev.